Texte. Die Leica Kamera AG schlägt hier ein neues Kapitel in ihrer Unternehmensgeschichte auf. Im Grunde genommen schlagen wir zwei Kapitel auf. Das eine sehen Sie da drüben. Wir haben nämlich in unseren baulichen Aktivitäten einen Schritt noch vorweggenommen. Wir haben in Portugal, sind wir mitten dabei, ein neues Gebäude zu errichten. Zum einen. Zum Zweiten freuen wir uns sehr, dass wir hier neue Räumlichkeiten bekommen, in denen wir das Unternehmen in die Zukunft nachhaltig weiterentwickeln können. Nachhaltig weiterentwickeln auch in einer Kombination von ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten, und das freut mich wirklich auch sehr. Nachhaltig weiterentwickeln in eine Heimat für Leica-Liebhaber, wo die sich alle zurechtfinden, wo die sich alle wiederfinden und wo wir der Tradition, der eine oder andere meiner Vorredner hat schon gesagt, wir sind jetzt im 99. Jahr, nächstes Jahr feiern wir das 100. Und Ziel sollte natürlich sein, dass wir im 100. auch noch dieses Gebäude beziehen. Und da gucke ich jetzt den Herrn Kleine Kranenburg ein bisschen an, dass wir da terminlich tatsächlich, dass es uns da noch gelingt, dass wir diese 100 Jahre hier auch noch zelebrieren können. Ja, mein Aufsichtsratsvorsitzender, der Herr Dr. Kaufmann, sagt immer, ich rede, machen. Insofern halte ich mich jetzt auch ganz kurz, wir machen. Ich habe hier eine Spatenliste und da möchte ich gleich überleiten. Ich würde Sie bitten, dass wir jetzt zum Spatenstich gehen. Herr Dr. Kaufmann, Frau Rehn-Kaufmann, der Herr Kleine-Kranenburg, der Herr Kober, der Herr Dette, der Herr Holzer, der Herr Kisselbach, natürlich der Herr Bouffier, der Herr Schuster, der Herr Rülfinger, der Herr Kreis, die Frau Röhm, der Herr Brückmann, der Herr Dippel, die Frau Schütze und last but not least der Herr Kamera AG. Wo dann noch irgendwelche Erdbewegungsarbeiten brauchen, wenn wir die aktive, wenn wir da aktiv anfangen, weiß ich nicht. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Und ich möchte mich ganz ausdrücklich nochmal bei der Familie kaufen und bedanken, dass wir uns das dann ermöglichen. Geschafft haben, Leica wieder auf Vordermann zu kriegen. Es hat ein bisschen was gedauert, aber dadurch stehen wir jetzt hier auch mit einem Gebäude, das eine ganz andere Dimension hat, als es vielleicht ursprünglich mal geplant war. Wir werden uns, und da möchte ich auch danken, den Architekten, unserem Team, wirklich anstrengen, dass wir die Zeit einhalten, die vorgesehen ist, weil das ist wirklich anspruchsvoll. Aber ich denke, mit aller Unterstützung, und da möchte ich wirklich auch die Stadt nennen, die uns immer wieder Tipps gibt, was man machen muss, dass wir wirklich in der guten Zusammenarbeit hier einfach weiterkommen. Erwähnen möchte ich auch unbedingt die Mitarbeiter der Leica Kamera, die in wirklich einjährigen Sitzungen, ganz, ganz vielen Sitzungen, die Anforderungsprofile hergestellt haben, die in ein solches hochkompliziertes Gebäude heute notwendig sind. Wir sind ein Green Building, weit unter dem Standard, wie er heute als Green Building gefordert wird.
die Energie- und Wartungs- und sonstigen Kosten, die sogenannten Nebenkosten, wie man das sagt, sind weit unter 50% pro Quadratmeter, wie sie bisher waren. Ich denke, das sind alles Sachen, die also wirklich hier zu was ganz Besonderem führen werden. Und wir, wie gesagt, sind alle ganz eng dabei, dass wir das auch hinkriegen. Und in dem Sinne nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten und ich hoffe, dass die Teamarbeit so bleibt, wie sie bisher war. Dann wird das schon alles gelingen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. So.